ist doch gut. Harry, komm mal her. Hallo. Hi. Bist du die Ronja von Apfelkucheneis, Dina? Ja. Bist du auch nett wie sie? Mindestens. Und du? Sowieso. Und du bist die von wem? Die Toni von Walda. Cool. Bock mitzumachen? Wenn ihr Waldmeister sucht? Nee, Pari und ich suchen Material für ein riesen Insektenhotel. Wieso? Wollen die hier Urlaub machen? Nee, die wohnen da drin. Aber es soll genauso schön sein wie im Urlaub. Wo steckt Pari überhaupt? Pari! 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 Oh, die ist wahrscheinlich schon wieder abgehauen. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ach, der Herr Grieshaber. Morgenstund hat Gold im Mund. Was verschafft mir denn die Ehre? Ich war gerade in der Gegend, da habe ich gedacht, ich schau mal vorbei. Um zu kontrollieren, ob ich meine Arbeit richtig mache. Ist doch Schnee von gestern. Nein, nein, ich muss schon sagen, wie Sie diese Baumfällaktion kürzlich hingekriegt haben, das war tolle Arbeit. Das ist mein Job. Ja, klar. Hätten Sie von einer alleinerziehenden Mutter mit Migrationshintergrund nicht erwartet, oder? Doch, natürlich. Ihre Nase. Hä? Ist gerade gewachsen. Noch nie was von Pinocchio gehört? Ja, doch. Harry! Harry! Harry, wo bist du? Wo steckst du? Harry! Harry! Komm zurück! Tauch mal auf! Jetzt komm! Harry! Das ist kein Spiel! Harry, wo bist du? Harry! Harry! Ganz ruhig, alles gut. Das ist schon ungewöhnlich, eine Frau als Förster, das müssen Sie schon zugeben. Ja, wir waren wirklich nur zwei in der Ausbildung. Sehen Sie? Aber wir werden immer mehr. Recht so. Frauen haben ja auch ein ganz natürliches Verhältnis zur Natur, das muss man schon mal sagen. Sie meinen, wir haben alle einen grünen Daumen. Tanzen gern barfuß über Wiesen, umarmen Bäume. Genau. Ich glaube, Sie lesen zu viele Kitschromane. Was? Nicht für ungut. Ich muss jetzt auch weiter. Ja, also, wenn Sie mal meine Hilfe brauchen. Wenn ich mich vertrauensvoll an Sie. Jederzeit. Entschuldigung. Süße, was gibt's? Was ist los? Ja, okay, ich bin unterwegs. Mama kommt gleich. Wo bleibt die denn? Hilfe! Schnell, komm! Was ist los? Ist was passiert? Ja, Pari hat sich in so einem Draht verfangen. Aha. Geh mal zur Seite. Ja. Vielen Dank, das ist mein Hund. Ich mach das schon. Hey, Pari. Ja, bleib mal. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Eine Schlingfalle. Ich mach sie kurz los und dann ab zum Tierarzt. Ich fahr schon mal vor, ich sag ihm dann Bescheid. Ja. Gonna be a star, a superstar, a superstar. Hallo. A super, super, superstar.
Und du dir die Schuhe abzuputzen. Ja, so kann man das Problem natürlich auch lösen. Das kannst du laut sagen. Was machst denn du hier? Ich habe einen verletzten Hund. Die Praxis ist eigentlich noch geschlossen. Das habe ich auch gemerkt. Moment. Hallo? Ah ja, Kayo Winter, hallo, freut mich, ja. Nee, kann ich machen, klar. Okay, so in einer Viertelstunde? Gut. Bis dann, ja, tschüss. Ja, dann zieh ich mir wohl mal besser was an, oder? Ja, schau dich mal an. Ja, denke ich auch. Ja? Wir haben gerade telefoniert. Ich bin Dina Estilli, die neue Försterin. Und das ist die Patientin. Pari heißt sie. Ah, Kayo Winter, hallo. Hallo, Pari, komm mal her. Ist es schlimm? Das werden wir gleich sehen. Ich, Dina Fischer, kann da was erleben. Wollt ihr mir assistieren? Ja, gerne. Guck mal da hinter dir, Toni, in dem Karton, da sind Handschuhe und dann bräuchte ich gleich noch die Schale, die da auf dem Tisch steht. So, jetzt desinfiziere ich nämlich erstmal die Wunde. Wenn sie nur je wieder richtig laufen kann. Da kann ich dich aber beruhigen. Sieht nicht so aus, als wären irgendwelche Bänder oder Sehnen durchtrennt. Das ist doch schon mal gut. Aber wer weiß, ob der nicht noch mehr Schlingen ausgelegt hat. Ja, wie wollen Sie denn jetzt vorgehen? Ich werde jetzt erstmal an den üblichen Wildwechselstellen nach weiteren Fallen gucken. So. Wir helfen auf jeden Fall mit. Nix da. Wer weiß, ob der nicht auch noch brutalere verwendet. Wir passen schon auf. Nein, ich passe auf und ihr geht schön nach Hause und kümmert euch um euer Insektenhotel. Alles klar? So, Schere. Ja, nur für den Verband. Dankeschön. Gleich geschafft. Ja. In Kenia hatten wir jede Menge Wilderer, aber ich wusste gar nicht, dass das hier auch ein Problem ist. Hast du eine Ahnung? Manche knallen aus reiner Lust geschützte Tiere wie Wölfe oder Wildkatzen ab. Ich schätze, der hier hat's auf wild abgesehen. Ja, aber diese Schlingfallen, die sind so schrecklich. Die Tiere fällten so grausam darin. Ja. Und du bist aus dem wilden Kenia in den beschaulichen Schwarzwald, ja? Ja. Und das nenne ich mal eine Umstellung. Ja, kann man so sagen. Ich hoffe einfach, dass es meinen Jungs gefällt. Wie alt sind denn die? Liam ist 12 und Sam ist 9. Dann würden die ja gut zu Ronja passen. Ja? Oh Gott, wenn uns deine Mutter erwischt. Quatsch. Jetzt komm. Denk an die Tiere. Mama kann die ganzen Fallen allein doch gar nicht finden. Du kannst gut reden. Was hast du, Pari? Vielleicht riecht sie ja den Wilderer, kann ja sein. Deine Jungs sind noch drüben mit deiner Frau? Bei Freunden. Meine Frau ist vor ein paar Monaten verstorben. Ah, okay. Das wusste ich nicht, das tut mir leid. Na gut, konntest du ja auch nicht wissen. Deswegen auch der Umzug? Ja, so eine Art Neuanfang. Ja, also bis nächste Woche muss ich auf jeden Fall alles fertig haben. Dann kommen nämlich meine Jungs endlich. Den wird's dir bestimmt gefallen. Hoffentlich. Also Liam war und ist ziemlich anti. Das gibt sich schon wieder. Ist doch wie ein kleines Paradies hier. Ein einziger Abenteuerspielplatz. Ah gut, also das ist Auslegungssache. Und du? Ich meine, ich bin ja nicht der einzige Neue hier. Ich habe schon heimlichen Verehrer. Respekt. Ach, guck mal da. Der schneidet extra ein Loch in den Zaun. Also manche Menschen verstehe ich immer. Vorsicht. Ja, gut. Stecken Sie die SD-Karte in Slot B. Aber hier geht's doch gar nicht rein. Was ist denn das? Was ist das? Bist du jetzt unter die Wildfotografen gegangen? Was? Ja. Damit bringe ich den Wilderer zur Strecke. Ein Wilderer? Ja. Jemand hat Schlingfallen im Wald ausgelegt. Schlingfallen? Ja. Und wenn er nachgucken kommt, macht die Kamera ein Bild und zack, hab ich ihn. Und dafür brauchst du ein neues Aftershave. Was? Nein. Ach, das ist doch nur... Wo ist denn da jetzt dieser Slot B? Wolltest du nicht eigentlich die Einkäufe gemacht haben? Ja, das mache ich schon gleich. Na ja.
Spannung steigt. Bitte schön. Sie haben noch eine? Oh, ja. Und so perfide. Sehen Sie mal, da hat er extra ein Loch in den Zaun geschnitten, um das Wild direkt in die Schonung mit dem frischen Grün zu locken. Und dann, zack, tappen sie in eine seiner Fallen. Das wird er bald bereuen. Tja, doppelt gemoppelt hält besser. Oh, der neue Herr Tierarzt. Hallo. Tag. Wo bist du hin, Harry? Mist, nicht schon wieder! Harry, komm zurück! Nichts für ungut, aber das scheint mir ja noch ein älteres Modell zu sein, oder? Och, die haben sich eigentlich immer ganz gut bewährt. Ja. Ja, also meins, das hat 12 Megadings. Aha. Mindestens. Und das Gute daran ist, dass man es über die App steuern kann. Mhm. Klingt gut. Aber das kann deine auch, oder, Kayo? Ja, ja, klar. Ja, umso besser. Wir können uns übrigens auch duzen. Das klingt ich bin der nach Paris. Ja. Aus, aus, verschwinde, du blöder Püter! Pack auf! Hier ist Leinswarnung im Wald, das wissen Sie doch. Hörst du? Unverschämtheit. Es tut mir wirklich leid. Ja, und ihr zwei? Was soll denn das werden? Ja, Pai hat was gewittert. Ein bisschen wilderer. Ach, das wird ja immer schöner. Und was hast du in deinem Rucksack? Mädchen, das geht dich überhaupt nichts an. Vielleicht sind da ja Fallen drin. Ich glaub's nicht. Rudi, ein Wilderer. Merkt euch das, Kinder. Der tappt höchstens selbst mal in eine Falle, und zwar beim Kartenspiel. Da hat der liebe Vinzenz leider recht. Aber heute im Wald habe ich Glück gehabt. Hier, frischer Waldmeister. Riech mal, da kann man prima Sirup draus machen. Na, hey, wollt ihr vielleicht noch was loswerden? Entschuldigung. Tschüss, Herr Waldmeister. Bist du hier endlich? Guck mal, was ich extra für dich gemacht habe. Pyrex. Da hat wohl jemand ein richtig schlechtes Gewissen, ha? Huh? Wieso? Ist doch nichts passiert. Hätte aber können. Und Toni hast du auch noch mit reingezogen. Ja, ich weiß. Aber wir wollten doch nur die Rehe retten. Naja. Wenn wir Glück haben, dann sind da morgen Fotos von dem Wilder auf den Kameras. Supi. Gehst du zur Jagd? Oh ja, nach dem Wilderer. Ist dafür nicht die Polizei zuständig? Bis die sich mal in den Wald bequem, habe ich das längst erledigt. Und wozu haben wir eine Försterin? Das ist doch viel zu gefährlich für die Dina. Für die Dina? Aha. Thank you.
stehen, du Sauhund! So, das sieht doch wieder gut aus, ha? Huh? Super. Ja. Mama, hast du schon die Fotos von den Wildkameras? Wir laden immer noch. Ist ja wirklich eine Schneckenverbindung hier. Sag mir Bescheid, wenn sie da sind, okay? So, dann haben wir das erstmal. Super. Magst du noch einen Kaffee? Nee, danke. Ich muss noch ein Zimmer streichen. Wenn du willst, kann ich dir helfen. Ich bin da richtig gut drin. Okay. Ja, bin ich ja mal gespannt. Entschuldigung. Ja. Ach, hallo, Frau Grieshaber. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber haben Sie vielleicht meinen Mann gesehen? Nee. Wieso sollte ich? Ja, der wollte eigentlich heute nach den Wilderer stellen, aber ist immer noch nicht wieder zurück. Und da vermuten Sie ihn bei mir? Dina, komm mal, das musst du dir anschauen. Wollen Sie vielleicht einfach kurz mit reinkommen? Ja, gerne. Das gibt's ja nicht. Also, Vinzenz geht ja öfter mal nachts jagen, aber langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Und der Wilderer, wo ist der? Komisch, nichts zu sehen von ihm. Moment mal, wir haben doch 4 Kameras installiert, oder? Weil hier sind ja nur die Bilder von 3. Vielleicht gab es ja einen Übertragungsfehler oder so. Dann ist der Wilderer ja vielleicht auf der 4. Kamera zu sehen. Nichts wie los. Hey, sag mal, du wolltest doch gerade mit Toni in den Baumarkt, um Bambus für euer Insektenhotel zu holen, oder? Ach, Mama. Mhm, los. Das... Hey, wo willst du hin? Hey, Pari, nein! Hey, wo willst du hin? Was suchst du denn hier? Guck dir das an. Vinzenz? Volltreffer. Tatsache, den kennen wir doch. Hallo? Wo bleibst du, Toni? Ich glaube, Pari hat den Wagen vom Wilderer gefunden. Wo? Da vor dem Baumarkt. Da ist Blut auf der Ladefläche. Vielleicht von einem Reh. Ich bin schneller als der Schall. Ja, beeil dich. Pari und ich verstecken uns so lange hier unter der blauen Plane beim Pickup. Mal sehen, wem er gehört. Gut, bis gleich. Ich hab das Schwein fast gehabt und da... Aua! Ist besser so. So, das müsste es sein. Sollen wir die Polizei einschalten? Weiß nicht, so ein Foto gilt ja noch nicht als Beweis, oder? Oh. Hm.
Echt? Der Pickup, verdammte Axt. Und? Siehst du was? Oh, ist total dunkel. Ich kann ehrlich gesagt kaum was erkennen. Geht's da unten? Ja, klar. So viel kriminelle Energie hier. Soll das eine Beleidigung sein? Oder ein Kompliment? Was machen Sie denn da? Gegenfrage. Was haben Sie denn gestern Nacht so spät im Wald gemacht, hä? Ach du. Danke. Das geht Sie ja wohl gar nichts an. Was Sie hier machen, will ich wissen. Naja, also... Es geht uns schon was an, wenn Sie im Wald Fallen auslegen. Sehr lustig. Ich habe beim Joggen meinen Schlüssel verloren. Und wissen Sie, wo ich ihn gestern Nacht endlich gefunden habe? Nee. An der Stelle, an der ich Ihrem Hund helfen wollte. Ah, das klingt ein bisschen fadenscheinig, finden Sie nicht? Runter von meinem Grundstück. Abgang. Oh, von Ronja. Wir sollen sofort kommen. Der Wilderer ist beim alten Waldweg. Na ja, dann haben wir wohl den Falschen verdächtigt. Entschuldigung. Tue ich sie nicht? Okay, muss ihn bald sein. Hey, wo ist Ronja? Hinter dem Wilderer her. Sie den Wagen hier schon mal gesehen? Ja, der parkt da ab und zu. Aber da denkt man sich doch nichts bei. Gehst du vor? Ja, los geht's. Na komm. Los. Scheiß Köder, wieder! Nimm deinen Köder und verschwinde! Und wehe, wenn du einen Ton sagst, dann ist er dran, verstanden? Du Sauhund! Rudi! Wieso? Ja. Von irgendwas muss man ja leben. Hab ich mir doch gedacht. Du schleichst hier rum, Herr Waldmeister. Ja. Und da glauben Sie, einfach so wildern zu dürfen, oder wie? Ja, klar, wir nehmen uns, was wir brauchen. Auf Kosten der Tiere. Und auf meine! Nee, sorry, aber da gibt's echt überhaupt keine Entschuldigung für. Für dich diesmal auch nicht. Ach, Mama. Nee, ist mir egal, wie du das wieder angestellt hast. Ich ruf mal die Polizei, ja? Ja. Rudi. Mama, vorsichtig. Der Rudi. Hm. Ich bring dich jetzt erstmal zum Arzt. Finchen, wenn ich dich nicht hätte. Komm. Pass auf. Ja, warte. Danke für deine Hilfe. Wie du gesagt hast, ein riesiger Abenteuerspielplatz ist das hier. Hey, wenn du kurz wartest, dann kann ich auch gleich zum Streichen mitkommen. Ich glaube, ich schaffe das schon. Ist wirklich kein Problem.
Okay, umso besser. Dann habe ich mehr Zeit für die Erziehung der Görnder. Ja gut, dann, dann bis die Tage, oder? Ja. Den hast du dir echt verdient. Und wir Apfelkuchen-Eis. Apfelkuchen-Eis mit Ketchup. Furchtbar. Willst du direkt die nächste Folge schauen? Gar kein Problem. Geh einfach hier in die ARD-Mediathek.